Es gibt, sage ich jetzt, drei verschiedene Krankheitsursachen sozusagen. Also einmal ist es Verschleiß, das hat mit Zellen nichts zu tun. Unser Körper ist leider nicht für immer erschaffen. Man sagt für 42 Jahre nur. So, das zweite ist natürlich karmisches Geschehen, also da muss man was erkennen. Das sind aber schleichende Erkrankungen meistens. Wir kommen aber zu dem Thema auch noch in anderen Lektionen. Und dritte Möglichkeit ist natürlich Virus und Bakterie. Das ist Besetzung allgemein. So, es kann natürlich passieren, dass die Zelle nicht gehört wurde. Das habe ich selber einmal erlebt, wo ich in Düsseldorf stand am Flughafen und kann keinen Schritt mehr machen. Ich hatte ausgesetzt komplett. Ich habe schon gleich gedacht, oh Gott, das will ein Meniskus. War aber kein Meniskus. Ich bin gelandet. Damals war ich noch in München zu Hause. Das ist schon 20 Jahre her. Geröntgt, alles war nichts. 2 Tage später habe ich was losgelassen. Das war's. Oder? Ich habe mich dran gekniet, sagt man. Da hat sich die Zelle quasi tatsächlich gemeldet. Ist aber nicht immer pauschal zu sagen, nur seelische Ursachen, sondern es kann tatsächlich dein Knochenkostüm sein. Also, und da muss man immer wieder schauen, natürlich, was die Ursache ist. Sagen wir, bleiben wir bei Knieschmerz. Zuerst muss man herausfinden, ist tatsächlich nur noch Körper oder ist die Zelle dahinter? Also eigentlich passiert die Analyse oder Gespräch mit dem Klienten. So, und dann kannst du sagen, okay, wir gehen jetzt über Körper, von mir aus jetzt eine Salbe oder Salzauflage von mir aus und über die Zelle auch, damit derjenige auch animiert wird, die Ursache selber zu verstehen und zu beheben. Arbeit zwischen Heiler und Klient ist immer A und O für mich. Also der eine, der nicht geheilt werden möchte, der wird auch nicht geheilt, egal was du als Heiler machst. Und wenn der aber gesund sein möchte oder werden will, also dann passiert die Heilung ziemlich schnell meistens. Ich habe gerade jetzt so einen Fall jetzt in der Praxis gehabt, also jetzt Praxis mache ich nicht am Ort, sondern am Telefon berate ich jeden Tag weiterhin. Also und da war eine Dame und die begleite ich auch schon seit über 3 Jahren circa. Der wurde tatsächlich eine sehr schlimme Erkrankung quasi gesagt. Und die Ärzte haben gesagt, okay, Sie haben ein paar Wochen, machen Sie das Beste draus. Die war nicht mehr geeignet zu Prozeduren bzw. zu Therapie. Und die hat mit ihren Kindern 6 Jahre keinen Kontakt gehabt. Da haben sie mich angerufen, haben gesagt, okay, also wenn es so schlimm ist, Kontakt zu Kindern, einfach gute Gespräche führen, nutze die Zeit. Und was waren da 3 Wochen? Geschwür war weg. Wo ich selber gesagt habe, ich habe es nicht geglaubt und die Ärzte noch weniger. Aber ich habe mich genau mit dem Thema auseinandergesetzt, was mich erdrückt hatte. Das ist ein seelisches Thema, oder? Gewesen. Karmisches Thema auch. Das ist bei vielen Menschen allerdings so, dass sie gar nicht offen sind oder vielleicht von der Krankheit sogar profitieren. Gibt es auch mehr als genug. Also nach dem Motto, werde ich gesund, wird mein Mann oder meine Frau mich nicht mehr pflegen. Also da muss ich was machen. Da bleibe ich einfach mal in dieser Opferrolle. Und das ist natürlich ein bisschen traurig jetzt für mich als Lebensberater so und so. Und auch da sage ich, okay, so jeder muss selber entscheiden einfach, was passiert.